Im Folgenden wird die Panorama-Anwendung des RBS-Bahnhofes von Bern vorgestellt. Sie zeigt den Neubau und die Erweiterung des Bahnhofes und ermöglicht einen umfassenden Überblick über das gesamte Projekt. An verschiedenen Orten im und um den Bahnhof sind Poster mit QR-Codes angebracht. Hier befinden wir uns auf dem Bahnhofsplatz, scannen den QR-Code und gelangen direkt zum Panorama über uns. Dieses verschafft einen guten Überblick über den gesamten Bahnhof. Außerdem kann die eigene Position per GPS angezeigt werden. Zusätzlich zum Panorama ist das 3D-Modell der geplanten Baumaßnahmen sichtbar. Wir können uns im Panorama frei bewegen und können umschalten auf nur Panorama oder nur 3D-Modell. Der Tiefbahnhof ist komplett unterirdisch. Die einzelnen Ebenen können bis -3 ausgeblendet werden. Von jedem Standort sind alle anderen Panoramen erreichbar. Ein Wechsel zu einem anderen Standort erfolgt im Panorama oder über die Karte. Am Wildpark können wir den Baufortschritt beobachten. Überall, wo mehr als ein Aufnahmezeitpunkt der Panoramas verfügbar ist, können diese Zeitpunkte ausgewählt werden. Die Panoramen mit integriertem 3D-Modell veranschaulichen das Gesamtprojekt aus verschiedenen Perspektiven. Die Informationspunkte enthalten zusätzliche Details. Sie geben Aufschluss über bestimmte Prozesse und beleuchten besondere Herausforderungen bei Logistik und beim Bau. In einer Augmented Reality App, deren QR-Code am Bahnsteig 3 und 4 einlesbar ist, können wir die Lage und Ausdehnung von Postparkriegel und Bahnhofskaverne veranschaulichen. Die Postparkriegel sind erforderlich, um die Hauptstützen des Postparkgebäudes oberhalb der Kavernen abzufangen. Zusätzlich zur mobilen Ansicht der Panorama-Anwendung für das Smartphone ist diese auch für einen großen Bildschirm optimiert. Hier befinden sich an den Seiten die Regler für die Ansichten- und Etagenauswahl. Im unteren Bereich können wir die Karte, die Zeit und mehr bedienen. Den Abschluss bildet der Blick in die Zukunft. Im rechten Bereich sind Videos und Bilder vom Bahnhof zu sehen, wie er nach den Baumaßnahmen aussehen wird.